Sie kriegen sie nie zurück. Alter! Okay. Mach bumm. Oh, fuck. Jetzt kommen wir nicht weg. Leuchtfackel nehmen. Ja, und nu? Immer auf Sicherheit achten. Oh Gott, warum komme ich da nicht hoch? So, aua. Bleiben Sie nur am Leben, Wade. Ich muss meine Arme auf der Checkliste noch nicht haben. Aua. Boom. Hä? Ich habe den Überblick gerade verloren. Oh! Aua! Boom. Diese Fliege. Komm, komm, komm. Piss dich doch mal. Oh, Waffen nachladen. Wake, wir hauen ab. Mach dich schnell. Ja, ja, ja. Wake, machen Sie dem ein Ende. Bringen Sie mich einfach zu Weaver, Chef. Du setzt alles auf eine verrückte alte Lady. Ich hoffe, du liegst damit richtig, sonst ist diese Stadt verloren. Ich hoffe, Sie wissen, wie man das macht, Wade. Ich schätze, ihr New Yorker seid solche brenzligen Situationen gewöhnt. Klar, die Stadt ist ein Kriegsgebiet. King Kong, mutierte Alligatoren. Und Alex Casey mischt jedes Wochenende alles auf. Hören Sie, bis vor ein paar Tagen habe ich noch nie eine Waffe getragen. Mein Vater war früher mal Cop da. Er hat mir ein paar wilde Geschichten erzählt. Solche Geschichten? Nein, nein. Nur das übliche Böse. Quasi wie in Ihren Büchern, Wake. Ich habe Dad immer damit aufgezogen, dass er war wie Alex Casey. Sie haben es gelesen? Na klar. Sie schreiben ziemlich gut. Etwas übertriebene Metaphern vielleicht. Das hat mir noch niemand gesagt. Wir nähern uns dem Kraftwerk. Sehen Sie das erleuchtete Gebäude? Und das ist der Staudamm, dort oben am Fluss. Ich kann hier nicht landen. Ich gehe auf der anderen Seite des Flusses runter. Bringen Sie mich hin, Chef. Besser! Scheiße!
Jetzt habe ich wieder eine andere Taschenlampe. Ja, ja, ja. Toll. Toll. Das fand ich jetzt sehr nett. Ja, ja. Ich kann nichts machen. Ja. Wie komme ich da rein? Oh Mann. Da. Ja, hallo. Hab ein Haar auf der Zunge. Wie komme ich denn da rein? Jetzt mal ehrlich, Leute. Ich musste was mit der Kette tun, um die Tür zu öffnen. Ja, aber was? Was musst du denn mit der Kette tun? Geht's erstmal da rein. Revolver nehmen. Batterien nehmen. Oh, Revolvermunition. Soweit das Auge reicht. Vielleicht können wir auch einfach auf die Kette drauf schießen. Jawohl. Ein Schlag, Leute. Ein fucking Schlag. Ja. Da ist er. Ach komm. Töte mich halt, ey. Alleine, ohne Blendgranaten, ohne Leuchtfackel. Es ist der Wahnsinn gerade. Aber vielleicht finden wir ja hier auf diesem Gelände noch was. Ich meine, wir haben Zeit. Wir haben ja echt Zeit. Ist ja nicht so, als... Ah, ah. Geil. So. Ja. Ist ja nicht so, als wäre ich gleich schon wieder tot. Wie soll ich denn da wegkommen, Leute? So manchmal ist dieses Spiel echt scheiße zu mir, ja? Boom. Hey. Du bist der Nächste. Komm. Komm. Komm.
Alter Schwede. Gerade echt Angst, dahinter zu laufen. Ich Angst habe, dass da noch was kommt. Aber okay. Alles easy, Leute. Und da vorne ist Licht. Jetzt kommt ein Checkpoint. Leute, jetzt kommt ein Checkpoint. Oh. Schrotflintenmunition, Revolvermunition kann ich nicht mehr nehmen. Batterien. Haben wir hier irgendwo eine Schrotflinte? Haben wir hier wenigstens eine Schrotflinte? Ja, da. Alles klar. Und hier haben wir noch ein paar Leuchtfackeln. Sehr schön. So, wie kommen wir jetzt hier rüber? Okay. So. Kontrollpunkt erreicht und einen neuen Radiosender. Und jetzt der neue Song einer Band, die mich immer an unsere lokalen Rocklegenden, die Old Gods, erinnert. Oh! Hier sind die. Müsst mir euch mal vom Leib halten. Vor allem dich, Krüppel, ey. Okay. Zeit zum Nachladen. So, einer down. Zweite down. Der ist noch gar nicht gebannt. Na komm, der dritte down, sagte ich. Oh Gott. Da hinten ist aber noch, sind noch zwei. Komm her, du Penner. Oh Gott. Jawohl. Scheiße! Nochmal alles von vorne. Tatsache. Da liegen noch Batterien. Da muss ich nicht so mit meinen Batterien haushalten. Nicht so krass. Oh, das Umspannwerk ist jetzt wieder so richtig krüppelmäßig, ey. The Crips. Eine gute Arbeit für Todesschwärmer. Komm, werde gebannt. Du bist der Erste, der dran glauben muss. Ja, ich glaube, ich bin der Erste, der dran glauben muss. Ich bin der Erste, der dran glauben muss. So, wisst ihr was, Leute? Wir machen jetzt hier mal eine kurze Pause und wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Tschö, tschö, ciao, sagt euer Mr. Nightfox. Eigentlich wollte ich so machen. Mit der rechten Hand geht das einfacher, weil das Mikro nicht im Weg steht.